Tragen, die die Knie nicht bedecken, also zu Hause. Schaut mal, liebe Geschwister, bezüglich der Mädchen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben, gibt es keinen einzigen Beweis aus Koran und Sunna, wie viel sie bedecken müssen. Wir reden über Mädchen, die noch nicht was die Pubertät erreicht haben. Aber der Islam hat uns so was geboten. Was hat uns der Islam geboten? Dass wir die Kinder von früh an zur Gottesfurcht heranbringen oder dass wir sagen, mach jetzt alles bis zur Pubertät und dann schalten wir dich einfach um. Hä? Und natürlich hat uns der Islam was geboten, dass wir die Kinder zur Gottesfurcht heranziehen. Und der klare Beweis dafür ist der Hadith bei Abu Dawud, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bringt euren Kindern das Beten bei, in welchem Alter? Während sie 7 Jahre alt sind. Und gebt ihnen einen Klaps, ja, keine Kopfnuss oder Knie oder sonstiges, gebt ihnen einen Klaps, wenn sie mit 10 noch nicht beten und tränkt zwischen ihnen in ihren Betten. Eine Frage, und das sagen wir auch den Nichtmuslimen, die immer so komisch über unsere Religion denken. Manchmal sagt man, ein kleines Kind, 10 Jahre, der könnte doch mit seiner Schwester im selben Bett schlafen. Diese Religion hat gesagt, nein. Wer weiß es besser? Allah Azza wa Jalla. Weil es können Bedürfnisse geweckt werden, die vorher nicht da waren. Stimmt? Hört ihr das manchmal, dass 8- und 9-Jährige sich schon Filme runtergeladen haben, die bei Allah den Thron Allahs zum Beben bringen? Ist das ihre Fitra? Ist das eigentlich ihre natürliche Veranlagung oder nicht? Was hat sie aber dazu gebracht? Was hat sie dazu gebracht? Dass sie aufmerksam gemacht wurden auf diese Sache. Das hat sie dazu verleitet. Deswegen bringt euer Kind das Beten bei, während er 7 Jahre alt ist. Das heißt, achtet darauf, dass er schon so heranwächst. Und man sollte einem Mädchen schon früh lange Kleider anziehen. Es gibt Übertreiber und es gibt Untertreiber. Wer sind die Übertreiber? Das Mädchen wird gerade neu geboren, der sagt, hol ihr den Niqab. Ist gerade 2 Tage alt. So, es gibt solche Leute. Möge Allah diese Leute recht halten. Wallahi, sie haben nichts von der Religion verstanden. Dann gibt es die Untertreiber, die ist noch klein. Die ist noch klein. Ich gucke, subhanallah, was für klein. Wallahi, wenn das klein ist, was ist groß? Ich war einmal in der Moschee und da war ein Bruder, der hat nach dem Imam gesucht in der Moschee. Und dann meinte er so zu mir, Salamu alaikum, und ich wollte mich vorstellen, ich wollte gerne, dass meine Tochter bei dir Koranunterricht nimmt. Ich habe ihm gesagt, kein Problem, können wir darüber reden, wir gucken, wie es zeitmäßig aussieht. Natürlich, was habe ich gedacht, Tochter, was habe ich gedacht, was denkt ihr? 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, maximal 6 Jahre. Auf einmal, er bringt mich raus. Das ist klein. Die kann zweimal heiraten. Die ist nicht mehr klein. Das war eine Vollfrau, subhanallah. Die war 13, weiß ich nicht, 13, ja? 13 Jahre, aber manche Frauen sehen anders aus als andere Frauen. Deswegen, ja, die ist noch klein. Deswegen, wir sind nicht von den Untertreibern und nicht von den Übertreibern. Wenn das Mädchen langsam groß wird, wir bringen sie schon dazu, dass sie etwas längere Kleidung anzieht und dass sie dann, wenn sie in die Pubertät reinkommt, dass sie überhaupt kein Problem mehr mit dem Hijab hat. Nein, weil sie so erzogen wurde. Möge Allah unsere Kinder tugendhaft machen. Achso, jetzt noch die Frage, die die Knie nicht bedecken. Also wie gesagt, wenn sie zu Hause ist, bi'idhnillah ta'ala, dann ist das kein Problem, dass sie auch etwas Kürzeres anzieht, wenn sie noch ein kleines Kind ist.